Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute befinden wir uns mal auf The Bus und zwar hier am Berlin-Tegel Flughafen und wir werden gleich mit diesem Bus, mit diesem Scania, die ganzen Menschen vom Flughafen hier transportieren und ich hoffe, ihr genießt die Fahrt und wir werden natürlich auch noch ein bisschen quatschen. Ich laufe mal hier ein bisschen durch die Gegend und schauen wir das mal hier an. Also das Spiel ist an sich ein sehr, sehr gutes Spiel. Allerdings haben die, glaube ich, keine Lizenzen bekommen von den Fahrzeugherstellern, weil das vor mir hier ist definitiv ein Audi Q5 und das ist ein Golf 6 oder Golf 5. Naja, hoffentlich kommt da irgendwann was dazu. So, dann würde ich mal sagen, also das Spiel, das kann ich gar nicht empfehlen. Das habe ich auch gekauft. Schmutz. Dass sie auch noch Werbung machen, das ist bodenlos. So, dann wollen wir mal die Gäste nicht warten lassen. Das ist unser Bus. Berliner Kennzeichen. Berliner Verkehrsgesellschaft. Und ja, steigen wir mal hinten ein. Gucken, ob alles in Ordnung ist. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. So, Bus ist gestartet. Dann gebe ich mal eben die Liniennummer ein. Das ist die 21472. Perfekt. Und jetzt kommen auch die ganzen Fahrgäste. Einmal Einzelfahrschein AB. Bitteschön. Hallo. Oh, so viel Kleingeld. Danke. Einmal Einzelfahrschein ABC. Sogar passend gegeben. Dankeschön. Einmal Einzelfahrschein AB. Bitte. Hallo. Und nochmal Einzelfahrschein AB. Einzelfahrschein ABC und einmal die 20 Cent zurück. Einzelfahrschein ABC, zack, und einmal die 20 Cent zurück. Oh, 24-Stunden-Ticket. Okay, danke. Bitteschön. Hallo, junge Frau, danke. So. 5, 7, 9, 20. Fahrschein AB. So. Und Sie noch. Und einmal die 2 Euro zurück. Bitteschön. So. Da sind wir schon fast reich geworden von den Ticketverkäufen. Ich würde mal sagen, machen wir ein bisschen hier Fenster auf und fahren langsam los. Ich habe jetzt bewusst das Tobii Eye Tracker hier ausgeschaltet, weil wenn ich meinen Mikrofonarm vor mir habe und gleichzeitig an meiner Dampfe ziehe, dann irritiert das ein bisschen das System und ja, heute mal ohne Tobii Eye Tracker. Aber ich denke, das macht nichts. Ich vermisse wieder mein Navigationsgerät. Wo ist denn mein Navigationsgerät? So, da ist es, perfekt. Also, kurzer Talk. Wie ihr bereits wisst, Werbung in eigener Sache. Ich habe ja vor kurzem ein Reshade-Preset veröffentlicht und den könnt ihr natürlich auf Patreon erwerben und mich damit auch noch zusätzlich unterstützen. Ich muss auch sagen, das ist bis jetzt mein Lieblings-Preset. Es sieht einfach phänomenal aus. Also mir macht das Fahren richtig Spaß.
Und also ich bin rundum zufrieden. Und ich sag ja immer, nach jedem Reshade, da kann nichts mehr kommen. Das ist schon das Maximale, was man da rausholen kann. Aber ich habe da jetzt ein paar neue Shader entdeckt und da geht eigentlich immer noch was. So, versuchen uns mal hier reinzuschlenkern. Also meiner Meinung nach braucht man gar keine Grafikmods mehr, sondern es reicht, wenn man Reshade hat, weil mittlerweile sieht die Standardgrafik natürlich nur mit Reshade oder mit anderen Grafikprogrammen wunderbar aus. Das muss man schon sagen. So, komm, Berliner Taxi. Und nochmal zur kurzen Information. Also ich habe wirklich einen High-End-Rechner. Ja, einen High-End-Rechner. Aber ich habe trotzdem immer noch bei diesem Spiel zum Beispiel hier und da mal ein paar kleine Ruckler. Ich denke mir immer wieder, komm, okay, das ist ein Beta-Spiel, bestimmt deswegen. Aber es dürfte normalerweise gar nicht passieren. Absolut nicht. Weil ich habe einen Top-Prozessor und eine Top-Grafikkarte. Und das dürfte normalerweise nicht passieren. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ich muss auch noch dazu sagen, mich begeistert vor allem die Grafik von diesem Spiel. Also die Grafik-Engine ist hervorragend. Ihr müsst einfach mal überlegen, wenn irgendwann mal Euro Truck Simulator 3 rauskommt und das mit so einer Grafik-Engine, vielleicht auch noch mit einer ganz anderen Grafik-Engine, die noch besser ist als die hier. Und man gar keine Grafikmods mehr braucht. Das wäre optimal. Das wäre echt optimal. So, wir haben 14:10 Uhr. Ich glaube, einige haben hier Feierabend und wir sind mitten in dem Feierabendverkehr. Machen wir Fenster wieder zu. So. Also bis jetzt spielt die KI ganz gut mit hier. Und da haben wir auch schon einen Haltewunsch. Ich habe schon öfter hier gehabt, dass irgendwo hier LKWs durch die Flie Gegend fliegen und ja. Mal abwarten. Vielleicht kann es ja noch kommen. So, haben wir unser erster Halt. So. Okay, da wollen direkt welche wieder Tickets kaufen. Einmal Einzelfahrschein AB, bitteschön. Hallo junge Dame, Einzelfahrschein AB, bitteschön. Auch ein Einzelfahrschein AB, bitteschön. 24-Stunden-Ticket wollen sie haben, okay. Bitteschön und einmal die 20 Cent. Fahrschein ABC und einmal die 20 Cent. Bitte. Einmal AB 24 Stunden. Bitteschön und einmal die 20 Cent. Also ich würde mir wünschen, dass die Kasse noch ein bisschen herausfordernder sein könnte. Weil ist ja fast immer identisch mit den Preisen. Aber ist auch so gut, wie es halt ist, halt im Moment. Ich will da jetzt nicht meckern. So. Das ist hier eine ganz, ganz schlimme Position. Gott sei Dank ist hier das KI ein bisschen aufmerksamer als wie bei Euro Truck Simulator. Und deswegen haben wir jetzt direkt Vorfahrt bekommen.
Ich habe auch aktuell das dynamische Wetter aktiviert hier. Und ich denke mal, das sonnige Wetter wird sich gleich noch ändern. Es könnte Regen kommen, es könnte bewölkt werden. Es ist mit allem zu rechnen. Und ich möchte gerne auch noch einen Punkt eingehen. Also ich merke das gerade selber auf YouTube. Es bringt einfach irgendwie auch nichts mehr, jeden Tag ein Video zu posten, weil ich sehe das schon an den Klickraten. Das S-Bahnhof Beusselstraße. S-Bahnhof, jawohl. Das ist nicht mehr so intensiv gefragt oder so. Ich weiß es auch nicht. Oder vielleicht auch wegen der Ferienzeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mit YouTube bis jetzt kein Geld verdient. Also das war jetzt auch nie meine Absicht, damit Geld zu verdienen. Meine Absicht war immer, Reshade und das irgendwie an euch weiterzubringen. Ich share mal hier rein. Und es war niemals jetzt mein Wunsch, mit YouTube reich zu werden oder sonstiges. Aber ich kann euch nur eins sagen. Ich habe das auch von vielen anderen YouTube-Kollegen gehört, die in der gleichen Position sind wie ich von Abonnentenzahl. Da verdient man nichts. Ja, also stellt euch bloß nicht vor, dass ich da irgendwie 1000 Euros oder sonstiges verdiene. Nein, niemals. Ja, also der einzige Verdienst, den ich im Moment durch YouTube habe, ist mein Patreon. Durch die Unterstützungszahlung. Und das auch nur, weil ich diese Reshades mache. Und da habe ich schon, oh, es fängt an zu regnen, da habe ich schon jetzt mehr verdient als mit YouTube überhaupt zusammen. Also nur mal zur Info. Und also mit Reshade werde ich auf jeden Fall weitermachen, mit Videos täglich von A nach B zu fahren. Weiß ich nicht, ob das so gefragt ist, weil es gibt viele Leute, die das machen. Und ich sehe das teilweise nicht mehr als Content. Ich sehe das teilweise nicht mehr als Content, weil, mal im ganz Ernst, also man startet die Aufnahme, wenn man von A nach B fährt, ohne einen Cut dazwischen zu machen oder irgendwie einen Trailer davor zu hauen. Es gibt viele Leute. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, in einigen Videos habe ich versucht, auch mal so einen Trailer reinzuhauen am Anfang, damit das Video ansehnlicher wird. Weil ansonsten denke ich mir, hey, die Leute gucken einfach zu, wie ich von A nach B fahre und das ist eigentlich komplett uninteressant. Meiner Meinung nach. Und deswegen werde ich jetzt YouTube, natürlich werden da ein paar Gameplays ab und zu mal kommen, YouTube aber auch in der Hinsicht nutzen, dass ich dort Werbung für meinen Patreon machen werde. Also das ist ganz sicher, dass ich das machen werde. Es werden natürlich auch Gameplays von Spielen kommen. Ich werde auch mal live streamen. Keine Frage, aber es wird jetzt nicht jeden Tag so ein Euro Truck Simulator von A bis Z fahren Video kommen. Gibt's einfach en masse. Aber wie gesagt, es kann auch was kommen, es kann auch nichts kommen. Das mal nur als kleine Info. So, ich muss mal eben kurz hier an meiner Pfeife ziehen. Oh, es donnert sogar. Also ich rauche schon seit 11 Jahren nicht, aber ich bin jetzt auch seit 11 Jahren abhängig von der Dampfe. Und ich habe bis jetzt Gott sei Dank keine gesundheitlichen Einträchtigungen davon bekommen. Und ja. Das ist quasi mein einziges Manko. Ich trinke auch kein Alkohol oder sonstiges. So, danke. Und im Moment ist das noch überschaubar. Kommen wir zum Thema Urlaub. Ich suche wie verrückt nach Tickets, beziehungsweise nach einem Ticket. Und aktuell ist die Lage ja an den Flughäfen bescheiden. Jedes Ticket, das ich mir angeschaut habe, hat die Notiz mit dabei, nur Handgepäck. Und wenn man jetzt sein eigenes Gepäck auch noch mitnehmen möchte, dann muss man 80 oder 100 Euro Aufpreis zahlen. Ich meine, da bin ich bereit zu bezahlen, gar kein Problem.
Nur ist bei mir das Problem, ich möchte für 4 Wochen verreisen. Und ich weiß nicht, wie das jetzt in 2, 3 Wochen wird mit der aktuellen Lage, die wir vor 2 Jahren hatten. Ich will jetzt das Thema nicht ansprechen, aber halt mit der Krankheit halt, ne? Und nicht, dass ich dann irgendwie nicht einreisen kann oder sonstiges. Deswegen bin ich dann auch am Überlegen. Also ich habe einen großen Vorteil. Meine Eltern sind ein halbes Jahr hier in Deutschland und ein halbes Jahr in der Türkei. Die sind beide Rentner und die besitzen in der Türkei am Strand einen schönen Sommerhaus. Und da würde ich auch gerne hin. Bisschen abschalten, bisschen Urlaub machen und ich denke mal, das wird mir auf jeden Fall gut tun. Nur, wie gesagt, das Problem ist halt mit dem Ticket und die Hinreise dorthin nach dem Flughafen. Das bereitet mir auch noch ein bisschen Kopfschmerzen, weil das ist, man muss sich das überlegen, das ist fast an der griechischen Grenze und man muss erstmal vom Istanbuler Flughafen mit einem Bus, also mit so einem Transportbus, muss man erstmal zum großen Bahnhof fahren. Und am großen Bahnhof muss man dann umsteigen zu einem Reisebus. Und dann hat man circa 6 Stunden Busfahrt vor sich. Und davor, weiß ich nicht, davor schrecke ich ein bisschen ab. Ich versuche die ganze Zeit meine Neffen zu überreden, ob die mit mir mitfahren oder mitfliegen. Aber da die auch berufstätig sind und wenig Urlaub haben, wird das ein bisschen kritisch. Aber ich habe noch Hoffnung. Weil ich denke mir, mit mehreren Personen zu reisen macht mehr Spaß, als wenn du alleine da im Flieger sitzt und von dort nach dorthin rennst. Und das mag ich gar nicht. Wenn mehrere Leute dabei sind, dann macht das mehr Spaß. Und ich denke mal, ihr seid auch der gleichen Meinung. So, das regnet hier aber ordentlich in Berlin. So, wo ist die nächste Haltestelle? Einmal die Ansage bitte. U-Bahnhof Turmstraße, alles klar. Das haben die auch wirklich schön gemacht. Bei Regen sind nicht mehr so viele Fußgänger unterwegs. Ich denke mal auch nicht so viele Fahrgäste. Oh, da will jemand aussteigen. Okay. So, hier müssen wir wieder links. Oh, ein bisschen eng. Das war übrigens der Warnhinweis für den Gelenk. Habe ich auch zum ersten Mal gehört. So. Hallo. Einmal Einzelfahrschein AB. Hallo. Auch einmal Einzelfahrschein AB, jawohl. Und einmal ABC machen wir. Sogar passend, Dankeschön. ABC-Fahrschein. Oh, jetzt geht's aber rund.
So, dann machen wir mal 9. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? So, jetzt passt's. Dankeschön. Einzelfahrschein AB. Und Sie, junge Frau, einmal Einzelfahrschein AB. Okay. Das war's. Weiter geht's. Und das ist auch echt richtig warm. Ich denke mal, überall in Deutschland. Bei mir in meinem Zimmer. Der PC, der überhitzt sich sowas von. Also, ich nehme ja auf und allein die Grafikkarte, die ist schon so lang wie mein Ellbogen. Und da ist echt wie eine Heizung hier drin. Ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen am besten immer genügend trinken. Das tut gut. Und jetzt kriege ich gerade die Benachrichtigung auf meinem Handy, dass es in einer Stunde regnen wird. Also echt. Da bin ich mal gespannt. Aber demnächst ist ja auch noch die Gamescom. Bin mal gespannt, was für Spiele-Neuheiten da präsentiert werden. Hoffentlich kommt da ein gutes Spiel raus, das wir dann auch eventuell anzocken können. So. Auch eine komische Hupe. Hört sich an wie so ein Zughorn. So, komm, Ampel. Perfekt. Besser ist das. Und ich habe es ja, glaube ich, auch noch im letzten Livestream gesagt, wo ich auch Sebastian gespielt habe. Mir fehlen hier die Anforderungsampeln. Also bei OMSI 2, bei einem Spiel, das auf 16-Bit oder 32-Bit basiert, haben die es hingekriegt, Anforderungsampeln hinzubauen. Weil da braucht der Bus dann auch nicht warten. Ne? Wenn er da dran fährt oder halt einen Taster drin hat, wie im echten Leben auch, dann kann er die Kreuzung überqueren. Und ich hoffe, dass das irgendwann hier auch möglich sein wird. Weil an sich sollen ja so viele Mods bzw. Modderfreiheit geben, dass man halt Busse modden kann, Bussounds modden kann. Also wer OMSI noch nicht gespielt hat, da kann man echt alles modden. Also von Schaltergeräuschen bis Motorgeräuschen, Getriebe, Türgeräuschen und Kasse, alles, alles. Und ich hoffe, dass irgendwann dieses Spiel die Zukunft von OMSI sein wird. Hoffentlich. Weil da ist ja Bus-Simulator rausgekommen, was Müll war. Und ich hoffe, also wirklich, meine Hoffnung liegt bei Sebas. Und bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, man wartet wieder Ewigkeiten an der Ampel.
So, jetzt haben wir auch die Busspur. Oh, der Regen, der lässt aber auch nicht nach, ne? Und schon wieder eine rote Ampel. Haben die echt gut gemacht. Also, Tacho sieht verstaubt aus, ein bisschen da oben in dem Bereich. Gefällt mir ganz, ganz gut. Und schon wieder eine rote Ampel. Und Regen hat Gott sei Dank aufgehört. Aber es donnert noch. Naja, wir kriegen das schon hin. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich habe die Radio-Lautstärke vom Spiel ziemlich weit runtergeschraubt. Aber ich höre es mit meinen Kopfhörern. Und das spielt gerade I'm Out of Love von Anastasia. Hoffentlich macht YouTube kein Auge. Und hoffentlich hört man das in Aufnahmen nicht so doll. Da jetzt. Man hört auch die Passagiere quatschen. Da klingelt auch hier und da mal ein Telefon, SMS-Ton, WhatsApp. So. Oh, müssen wir ein bisschen weiter. Ich denke schon. Warum stehen hier keine Fahrgäste? So, hier müssen wir anhalten. Die wollen jetzt alle auch bestimmt bar bezahlen. Hallo? Ui. 24 Stunden AB-Ticket. Bitteschön, der Herr. Einzelfahrschein AB. Bitteschön. Hallo, junge Frau. Sie möchten einen Einzelfahrschein ABC. Bitteschön. Einmal 24 Stunden ABC. 10 Euro, danke. Einzelfahrschein AB. Bitteschön. Und Sie, guter Mann. Einzelfahrschein ABC. Danke, passend gegeben. Perfekt. So. Haben uns mal die Spur geklaut hier. Und Ampel wird grün. Besser kann es nicht werden. Ein Scania. Invalidenpark. Invalidenpark, da wollen wir hin. Kapi. So, wir müssen uns einmal hier auf die Spur drängeln. Uiuiuiui, da kommen wieder sehr viele Leute. So, hallo. Einmal Einzelfahrschein ABC, bitteschön. Und einmal die 20 Cent zurück. Einmal Einzelfahrschein AB, zack. Und einmal die 2 Euro zurück. Hallo. Einzelfahrschein AB. Bitteschön.
24 Stunden ABC-Ticket. Bitteschön. Und einmal die 10 Euro. Ups, da waren 10 Cent. Entschuldigung. So, tut mir leid, ich muss ihm ein bisschen Kleingeld geben. So. Einmal Einzelfahrschein ABC. Bitteschön. Und einmal die 16,20 € zurück. Bitteschön, junge Frau. Einzelfahrschein AB. Bitte. Und einmal Einzelfahrschein AB. Und die 2 Euro, bitteschön. So. Also es wird auch mal ein bisschen herausfordernd, ne? Das finde ich gut. So, da vorne an der Kreuzung müssen wir rechts. Nein, rückwärts wollte ich nicht fahren. Oh, ich werde mir nach der Aufnahme so ein leckeres Eis gönnen. Ich weiß nicht, Wassereis oder Solero oder sowas. Irgendwas Fruchtiges. Und ich überlege mir auch neue Headsets zu kaufen. Also mit diesen dicken Headsets, gerade im Sommer, ist es nicht die gute Wahl. Ich glaube, so In-Ear-Kopfhörer werden da viel besser. Komm, Ampel. Danke. So, jetzt schön das Gelenk hier rumführen. Kommt kein Fußgänger. Einschlagen. Und Gelenk ist wieder am Piepen. Robert-Koch-Platz. Robert-Koch-Platz, jawohl. Und da stehen wieder zigtausend Leute. Und die wollen alle bar bezahlen. So. Einen wunderschönen guten Tag. Einmal Einzelfahrschein AB. Bitteschön. Hallo, junge Frau. Einzelfahrschein ABC. Bitteschön. Und einmal die 1,20 Euro zurück. Hallo. Bitteschön. Einzelfahrschein AB, bitteschön. Und nochmal AB. Nochmal. Und einmal die 2 Euro zurück. Einmal ABC und einmal die 1,20 Euro zurück, bitteschön. ABC war das, ne? Genau. Einmal die 1,20 Euro zurück. Sehr gut. Hallo. Bitteschön. So. Gut. Dann wollen wir weitermachen. Also wenn man sich vorsichtig raustastet, da bremst sofort das KI. Das finde ich sehr gut. Und man kann einfach rausfahren. Das ist sehr gut gemacht hier. Nicht wie bei Eurotruck. Nicht wie bei Eurotruck Simulator. Die werden bei Eurotruck Simulator immer langsamer, also das KI. Und irgendwann knallen die dann bei dir rein. So. So, wer will bezahlen? Einmal zu mir. Hallo. Einmal Einzelfahrschein AB. Bitteschön. Bisschen schneller bitte. Ich muss meinen Plan einhalten. Hallo. Perfekt, danke. ABC, Einzel, bitteschön. So, nicht auf dem Handy rumtippen. Zack, ABC und einmal die 20 Cent zurück. Bitteschön. Danke. Hallo. Und einmal die 1,20 Euro zurück. Junge Frau, Sie wollen einen Einzelfahrschein AB.
Dann bekommen Sie den auch. Bitteschön. So, weiter geht's. Ich habe gar nicht geschaut, wie viele Haltestellen das sind. Aber ich denke mal, wir haben nicht mehr so lange. Aber an sich macht das mir Spaß. Ich könnte jetzt auch eine Stunde fahren. Und es läuft erstaunlich flüssig. Erstaunlich. Marschallbrücke. Ich muss mal eben kurz niesen. Boah, da bin ich wieder. Eieieiei, dreimal hintereinander genießt. Ich habe bis zu diesem Jahr nicht eine einzige Allergie gehabt, Gott sei Dank. Aber irgendwie, dieses Jahr im Sommer hat es angefangen, morgens mit dem Niesen, Nase läuft. Ich bin jetzt auch nicht zum Test, zum Allergietest gegangen oder sonstiges. Ich habe mir einfach diese Cetirizin-Allergietabletten geholt. Hau mir die immer kurz bevor ich schlafen gehe ein. Und dann läuft das eigentlich über Tag ganz gut. Alles schon heftig. Und die nächste Tour. So, nicht vordrängeln. Hallo, junge Frau. Einmal Einzelfahrschein AW, bitteschön. Hallo. Einmal Einzelfahrschein AW, bitteschön. Und einmal die 2 Euro zurück. Wieso kriege ich denn kein Trinkgeld hier? Geben Sie mir vielleicht Trinkgeld, junger Herr? Nein? Okay, bitteschön. Und einmal ABC. Darf ich die 20 Cent behalten? Bitte? War nur Spaß, bitteschön. Digga, so geizig. Darf man Busfahrern überhaupt Trinkgeld geben? Das wäre auch eine gute Frage. Also ich selbst fahre ja schon seit 8 Jahren oder 9 Jahren Taxi nebenbei. Und da lebt man ja quasi vom Trinkgeld. Ich hab manchmal so viel Trinkgeld bekommen. Also das war echt manchmal bodenlos, wie viel Trinkgeld ich bekommen habe. Ich habe mehr Trinkgeld bekommen, als ich an den Abend verdient habe. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist so. So, wir müssen hier links. Ui. Klingelt wieder ein Telefon. Ich war es nicht. Oh, schön auf der Busspur. Oh, da haben wir fast die Haltestelle vergessen. Das war knapp. Hallo. Nein, ich wollte sie nicht vergessen. Nein, 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 nein. So, Einzelfahrschein AB. Bitteschön. Bitteschön. So viel Kleingeld. Naja. Einzelfahrschein ABC. Bitteschön. So, weiter geht's. Und ich würde es auch cool finden, wenn die auch andere Busse fahren würden. Die zum Beispiel vielleicht einen anderen Fahrplan haben, aber auch auf dieser Busspur sind. Ich hoffe, also ich denke mir mal, dass das kommen wird. Weil ansonsten ist das langweilig. Warten wir mal ab. Unter den Linden Friedrichstraße.
Nee, wir müssen hier bleiben. Im Radio laufen noch solche Hits, also sehr geile Lieder im Radio. Aber müsste man mal wegen Copyright und sowas hinterfragen, ob die Entwickler das mit einberechnet haben. Ich denke mal schon, weil auf Twitch ist das mittlerweile auch schon so eine Frage, ne? Man bestimmte Lieder abspielen kann oder nicht. Da werden dann in den VODs immer die Bereiche automatisch von Twitch gestummt. Und bei YouTube bekommt man direkt einen Strike. So, wunderschönen guten Tag. Einmal Fahrschein AB zur 24 Stunden. Wo wollen Sie denn hin? Ja, alles gut, war nur so eine Frage. Einmal Einzelfahrschein ABC, bitteschön. 1,20 Euro. Und da klingelt mein Handy. Kann ich aber jetzt nicht rangehen. Einzelfahrschein ABC, bitteschön. 1,20 Euro zurück. Zack. Zack und zack. Oh. 24 Stunden, okay, sorry. So, Einzelfahrschein AB. Bitteschön. Und Sie, junge Frau, einmal Einzelfahrschein AB. Bitteschön. So. Nächste Station ist die Staatsoper. Staatsoper. Oh, da wollen aber viele raus. Wieder so viele Leute. Die wollen bestimmt alle ein Ticket von mir, ja. Bitteschön. 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 Bitte. Bitteschön. Und die 20 Cent. Bitte. Einmal passend. Dankeschön. So. Weiter geht's. Spandauer Straße, Marienkirche, ui. Da war auch schon ein Fernsehturm vor uns. Spandauer Straße, Marienkirche. Okay, okay. Sie wollen aussteigen. Ich hab's verstanden. Okay. Naja, die Marienkirche ist gut abgebildet. Ich glaube, viel von Google übernommen, aber
Ist jetzt nicht so detailgetreu. Und dafür, dass sie wirklich nur eine Map rausgehauen haben, bis jetzt. Naja. Und die haben Nordsee hier als Sponsor drin. Aber die ganzen Automarken, wie links von mir jetzt, der blaue Kombi zum Beispiel, ist ein Skoda Octavia oder ein Superb. Heißt hier einfach MMM oder weiß ich, wie das Ding geschrieben wird. Mad X. Oh, da ist ein Unfall passiert vor uns. Uiuiuiuiui. Da haben wir nochmal Glück gehabt, dass wir nicht verwickelt waren. Aber das passiert ab und zu mal in der Beta-Phase. Bitteschön. So, ich hoffe, das korrigiert sich jetzt von selbst. Ansonsten muss ich über den Bürgersteig fahren. Ich hub mal ganz freundlich. Okay, jetzt ist er weg. Perfekt. Danke. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Haltestelle, die kommt. Alexanderplatz. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Genau, das müsste die letzte Haltestelle sein. Das trifft sich auch irgendwie ganz gut, weil mir geht so auch langsam der Gesprächsstoff aus. Also, ich würde gerne über vieles quatschen, nur ich brauche auch ein bisschen Anregung. Und wenn ihr mir in den Kommentaren ein paar Fragen stellt zum Beispiel, dann kann ich das gerne mal als Q&A beantworten. Aber so planlos drauf losreden, ist mal schwierig. Aber ich hoffe, ich habe es gut gemeistert und ich hoffe, das Video kommt bei euch gut an. Und ja, ich werde es ja anhand der Aufrufzahlen und den Daumen nach oben sehen. So, Endstation. Nee, ich will im Moment keine Route fahren. So, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns bestimmt mit einem neuen Video und mit ein bisschen Talk von mir aus wieder. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.